Was hast du da schon wieder im Mund? Naschst du nebenbei? Ich höre das doch ganz genau. Das ist unglaublich. Aber weißt du was? Dann schnappe ich mir jetzt hier auch so Milky Way. Das ist ja virtuelle Realität und so. Schleichwerbung! Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich einen Snickers, Mars. Die sind alle Oreo. Von derselben Firma, Schleichwerbung. Von der Mars Company? Keine Ahnung. Vielleicht steckt die ja hier hinter. Hinter dem. Vielleicht sind wir ja auf dem Mars. Eine Kolonie auf dem Mars. Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu der Fortsetzung von Team King Jonge Bergmann. Und zwar mit der Adventure Map. Wie hieß sie noch gleich? Shifted Reality, es fiel mir wieder ein. Wir sind nur gerade in der Virtual Reality und da spielt uns die virtuelle Realität so den ein oder anderen Gedankenstreich. Deswegen mein Erinnerungsvermögen gerade. Das ist einfach total verbuggt, schau dir den Text hier an. Es ist grauenvoll. Congrats auf Social Reality für Kreie wie Dime. Also wenn ihr gar nicht wisst, in was für einer verrückten Scheiße Dena und ich hier gerade stecken, dann solltet ihr unbedingt jetzt einmal bei Dena schauen. Da gibt es nämlich die erste Folge von dieser absoluten Tortur, die wir hier durchmachen. Genau, und wir sind jetzt halt, wie gesagt, gerade in der virtuellen Realität. Und da vorne, mein Lieber, ist auch schon ein... Er ist geflüchtet, er ist abgehauen. Er hat uns gesehen und ist weggegangen. Das ist gut. Und vielleicht auch der strenge Geruch. Wir haben also Leder. Genau. Ja, aber es ist ja alles nur virtuell. Boah, was ist denn... Alter! Ja, wer weiß, ob der Geruch auch virtuell ist. Das sieht richtig komisch aus hier. Okay. Oh, okay, er tut uns aber nichts, ne? Er tut uns nichts. Nein, es sei denn, wir schlagen ihn. Nein, das tut... Warum machst du das? Ich hab nichts getan! Du Verrückter, flüchte! Manchmal rutscht mir eine Hand aus! Ja! Alter, den haben wir aber richtig, zerstört. Den hab ich platt gemacht. Ja. Oh Mann, ey. Dena, du lebst hier schon wieder auf leichtem Fuß. Naja, noch klar. Ich glaube, wir müssen das Jump'n'Run hier machen. Ich sehe gar keinen Jump'n'Run, weil es so dunkel ist. Okay. Benutze den richtigen, die richtigen Kontaktlinsen. Ich habe virtuelle Realität auf die Grafikeinstellung ganz hochgestellt. Okay, sehr gut. So. Aber ich schaffe das trotzdem jetzt. Ich habe noch keinen Diamanten gesehen, weil auf dieser Map gibt's Diamanten. Und du hast schon wie viele Diamanten? 4. 4 Stück. Boah, und ich habe aber noch gar keinen. Aber ich werde noch welche finden. Ich sag dir, am Ende habe ich mehr als du. Bestimmt. Also ich mag auch diesen Wettbewerbsaspekt hier. Man darf aber auch eben nicht vergessen, dass wir immer noch ein Team sind, Dena. Weil dieses Schiff wird ja gerade angegriffen, während wir hier in der virtuellen Realität sind. Das ist nur eine Vermutung. Mehr nicht, Herr Bergmann. Ich weiß ja nicht. Traust du dem Roboter, der das gesagt hat? Das hat kein Roboter gesagt, das haben wir selbst überlegt. Nein, das stand doch da irgendwo. Das stand doch da auf dem Schild. Das war ein Selbstgedanke. Das war ein Gedanke, ob es vielleicht das so verbuggt ist. Ach so, ein Selbstgedanke. Das habe ich nicht mitbekommen. Herr Bergmann, das haben wir doch. Das ist so wie in jeder Deutsch-Literaturbesprechung. Das ist auch immer so. Ja. Du verstehst nie meine Gedanken. Okay, pass auf. Der war gut, der Sprung. Der war wirklich, den schaffe ich zum Beispiel jetzt nicht. Ich schaffe den nicht, Dena. Ich schaffe ihn einfach nicht. Mist. Also in der Virtualität-Realitätsbeschreibung auf Minecraftforum.net habe ich gelesen, man darf sich teleportieren. Geht es gegenseitig, wenn man es nicht schafft, aber dann ist man halt der absolute Loser. Ja. Aber es passt halt zu dir eigentlich, ne? Bitte? Jetzt geht's aber langsam los, ne? Ich glaube, die virtuelle Realität hat dir irgendwie einen Schalk im Nacken impliziert, ey. Dann bist du sprachlos, ne? Dann bist du sprachlos bei so einer Wortgewandtheit. Nein! Jetzt fall ich hier schon wieder runter. Ja, weil du schon wieder... Hast du dir da Dolly Buster darüber geholt oder was? Ich kann nicht sprinten, weil wir hungrig sind. In der virtuellen Realität sind wir doch tatsächlich hungrig. Herr Bergmann, weißt du, was ich gefunden habe? Sag mir bitte einen Teleporter. Guck mal in die Mitte. Hallo, einen Diamanten. Ich bin sehr stolz auf dich. Das ist der einzige Grund, warum ich das hier gerade so langsam gemacht habe. Um dir, Dena, die Möglichkeit zu geben. Ja. Auch einen Diamanten. Wesen, Belohnungsgefühl und so, weißt du? Damit du nicht zu schnell die Motivation verlierst. Oh, nee, Alter, Junge, müssen wir da rein? Müssen wir da hinten rein? Ja. Okay. Yes, I found... What? Yes, I found the way out. Ich kann es nicht lesen. Screw the stupid machine. Ja, die scheiß Maschine sollen wir, ist uns jetzt egal. Wir gehen raus hier einfach, das ist zurück, wir sind normal in der normalen Welt. I need to break. I need to break this to get out of the virtual reality. Wir sind alles kaputt, um hier rauszukommen. Mach das kaputt. But wir sind nicht länger gefangen. What is with the machine? Wir sind Machine Gun. Was ist mit der Maschine? Welche Maschine? Ja, diese stupid Machine. Ja, das ist die virtuelle Realitätsmaschine, aber wir sind jetzt raus aus der Shit hier. Okay. Die war ja kaputt. Save me. Activated. No leaving.
Error, low memory, world files may be, ups, was stand da? Irgendwas mit maybe corrupted. Okay, please remain calm while we temp. Okay. Modify your brain. Hello. Welcome. Assistant AI Application. Maybe corrupt. Oh okay. Shit, ich geh alles kaputt. Wir sollten einfach rennen. Und die arbeiten an unserem Brain, also an unserem Gehirn währenddessen hier. Wir verlassen jetzt erst die Virtual Reality hier. We hope you had a great experience. Es war großartig. Mm. So, pass auf hier. Sit down, please. Okay, oder auch nicht. Du hast nichts. Haben wir keine Lore. Hier sind Clayblöcke, die darf man kaputt machen. Stimmt. Aber ich kann sie nicht kaputt machen, weil ich im Adventure Mob bin. Ja, aber Adventure Mob ist korrekt, glaub mir. Hä? Aber ich habe einen Scheiter, warte. Nee. Nein. Ihr müsst... Mach Adventure Mode aus. Clay darf man kaputt machen, das weiß ich. Ich habe das gelesen. Okay. Das stand in den Regeln. Siehst du? Kiste, ja. Diamant! Und zwei Minecarts. Aber eigentlich... Ein Minecart für dich? Komisch. Das ist wirklich sehr komisch. Ja, das hier kann ich auch nicht kaputt machen. Gut. So. Okay. Minecart meins. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Wir sind jetzt ja raus aus der virtuellen Realität. Die Frage ist, wohin fahren wir? Get to the chopper! Erster ganz hier vorne. Das stimmt ja gar nicht. Das macht mich froh. Wieso stimmt das nicht? Das stimmt, weil es virtuelle Realität ist. Ja, die haben wir verlassen. Du verwechselst die virtuelle Realität und die normale Realität, mein Lieber. Nein, das tue ich nicht. Was hast du da schon wieder im Mund? Naschst du nebenbei? Ich höre das doch ganz genau. Das ist unglaublich. Aber weißt du was? Dann schnappe ich mir jetzt hier auch so Milky Way. Das ist ja virtuelle Realität und so. Schleifwerbung. Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich ein Snickers, Mars. Wir sind alle Oreo. Von derselben Firma, Schleichwerbung. Von der Mars Company? Keine Ahnung. Vielleicht steckt die ja hier hinter. Hinter dem. Vielleicht sind wir ja auf dem Mars. Eine Kolonie auf dem Mars. Das kann natürlich sein. Hast du Bock auf eine Powered Rail? Nee. Bitte sehr. Hast du einen abgebaut? Nee, da hab ich plötzlich eine Hand gehabt. Okay. Ich hab nichts damit zu tun, wirklich. Die war plötzlich in der Hand. Hast du das auf dem Goldnugget? Ja. Wieso hast du das plötzlich in der Hand? Weiß ich nicht, es kommt alles angeflogen. Ich bin magnetisch, glaube ich. Ich bin Magneto. Wirklich, glaub mir. Ich glaube dir keinen Spaß. Da vorne passiert was. Tschüss, Dana. Oh, scheiße. Oh nein. Scheiße. Steig auch schnell. Ich hab nichts gemacht, wirklich. Das war nicht gewollt. Steig aus, ne? Jetzt. Mein Kart ist gerade weitergefahren. Ah, du musst nach oben drücken. Drück nach oben. Drück immer schön nach oben, okay? Okay. Ich weiß nicht warum, aber das funktioniert sonst nicht. Also fährst du schon hoch? Ja, ich fahr hoch. Wieso fährst du jetzt wieder runter? Warum? Weil ich mich umgeblickt habe. Ich habe mich kurz umgeblickt, entschuldige. Umgeblickt allein schon. Du hast dich umgeblickt? Umgeschaut hast du dich, Mann. Hast du in Deutsch nicht aufgepasst, ne? Wir sind mit der ganzen Metaphern beschäftigt gewesen. Ich habe einen schlechten Lehrer in Deutsch. Ja, zum Glück bin ich nicht ein Deutschlehrer. Fahr jetzt weiter geradeaus. Nein, hier ist es kaputt, hier geht's nicht weiter. Aber es hier ist geht's ja, echt nicht weiter. Warum geht das hier nicht weiter? Ja, hier steht shit. I guess I have to walk shit. Okay, na gut. So. Komm, mach, dass du wegkommst hier. Geh kaputt! So. I'm walking. Oh, das mein Gewalt gegen Minecraft ist keine Lösung. Er hat angefangen, Mann. Ja, aber. Komm, sprint. Mach mal ein kleines Wettrennen. Ja. Aha. Shit, man. Ui. Sweet Jesus, what happened here? What the fuck happened here? Oh, da hier waren wir doch schon, ne? Hier waren wir. Guck mal, hier ist alles kaputt gegangen. Virtual Reality und so. Jetzt, warum ist hier alles kaputt? Ich hab der Roboter. Nein. Wow, someone killed this guy. No. Nicht der Roboter. I guess I grabbed some of these. Damn it. They've already been looted. Scheiße, aber gut, wir haben am Anfang was davon genommen. Wir haben ein bisschen was. Alter, okay, das Schiff wurde anscheinend wirklich angegriffen. Wir müssen jetzt aufpassen. Ey, das gibt's nicht. Wir müssen... Robot is bleeding. Redstone, rest in peace. Nein. Hä? Huh? Nicht Sam. Was ist passiert? Der Roboter. Ja, der ist kaputt. Und hier, die sind alle irgendwie freigelassen worden hier. Ja, ich hab's schon gesehen. Ich hoffe nicht, dass die uns hier irgendwo erwarten. Oh no. Da waren nämlich Zombies drin. Und zwar richtig, also von der übelsten Sorte. Oh shit, damn, looks like one of their antimatter torpedoes ripped through this area. Okay, dann war aber zumindest niemand auf dem Schiff, dann haben sie nur mit einem Torpedo hier reingeballert. Ja. Aber es ist auch schlimm genug anscheinend. Gut, dass wir aus der virtuellen Realität überhaupt noch rausgekommen sind. Das hätte auch richtig nach hinten losgehen können.
Was ist hier? Colonel Block scheint kaputt zu sein. Aber da müssen wir doch hin, oder nicht? Colonel Blocks waren wir ja schon mal, aber der ist jetzt, ja, ach aber so, wenn okay, er jetzt okay, tot okay. ist, ist er tot. Wir können ihn jetzt auch nicht mehr helfen. Wir müssen ihn zurücklassen, Herr Bergmann. Nein, das können wir nicht. Wir müssen ihn zurücklassen. Herr Bergmann, das hat keinen Zweck. Wir müssen hier, ihn zurücklassen. Hier. Look, someone is still alive. I should go speak to him. Okay. Komm, willst du ihn sprechen? Was ist? Human. What happened? The rebels caused several damage to our ship. We crashed landed on New Earth. I don't know where they are. I can't talk for long. My power supply is running low. Check the barracks. There's an opening to the right. Oh. Alles klar, die Rebellen haben ziemlich, das hier ziemlich kaputt gemacht und wir sind auf der neuen Erde gelandet. Damn. Okay. It would not. Oh, hier, wir haben massiven Schaden bekommen. Be a good idea to jump here. Es wäre keine gute Idee, runterzuspringen. Also, YOLO? Da vorne ist ein Ausgang. Wir müssen hier irgendwie raus. Hier steht. Ich sehe den Mond. Barracks 01. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Okay, wir müssen durch die Baracken. Das war ja korrekt. Okay. Lauf, 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 lauf. Ja, ja, lauf ja schon. Lauf. Ja, du kannst mir glauben, dass es ich das so schnell wegkriege. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Doch, es geht auf. Doch, doch, okay, doch, okay. Oh. Looks like no one is here. Where did they go? Oh, hier sind Schwerter. It's been a long day. Schwerter, Schwerter, Schwerter. Oh ja, gut ausrüsten, gut ausrüsten. Nimm dir noch einen Ersatzbogen. Oh, und hier Eisen, Eisen, alles Eisen jetzt. Eisen, Eisen, okay. Eisen. Okay, nimm dir eine Ersatzrüstung mit, ne? Ja. Ne, Ersatz. Ich meine, einen Ersatzbogen. Bevor der kaputt geht. Hast du die Pfeile? Ich habe 38 Pfeile. Ja, da sind nur noch 64 so. Drin. Ja, jetzt habe ich beide. Hier ist ein Verzauberungstisch. Okay. Okay. Wir sollten schlafen, haben die gesagt. Echt? Ja. Okay, dann schlafen wir. Ich dann take a nap und darum mache ich das jetzt auch. Ja, ja. Ey, ich bin ich stecke in der Wand drin. Geh runter vom Bett. Ich komme nicht runter. Bau das Bett ab, bau das Bett ab, bau das Bett ab. Ich sterbe. Dena, ich sterbe. Nein. Ich kann nicht abbauen. Nein, ich stehe in irgendwas drin, ich kann auch nicht runter. Bist du tot? Ich bin tot. Scheiße. Wo bist du gespawnt? Ich bin nicht tot, aber ich komme nicht weg. Das ist nie passiert. Okay, es gibt hier offenbar mehrere Varianten der Map. Ich bin jetzt hier gerade wieder an der Heilen. Bist du da aufgewacht? Ja, ich bin da aufgewacht. Ah, okay, okay, ja, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Sag einfach, das war ein schrecklicher Albtraum. Ja. Okay. Okay. Oh, was für ein schrecklicher Albtraum. Ich träumte, dass ich starb, Dena. Oh mein Gott. Ach, Herr Bergmann, immer wenn du älter wirst, erzählst du mir irgendwie komische Geschichten im Unterricht. Aber, ist ja gut, aber deine Schlafgeschichten interessieren mich echt nicht. Aber es scheint trotzdem so, als hätte ich im Schlaf alle meine Sachen verloren. Und jetzt? Hast du noch all deine Sachen? Nee, hab ich nicht. Sie sind alle weg. Herr Bergmann, das ist. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich einmal ganz kurz hier oben reingucken sollte, in die Wand. Okay. Bergmann, manchmal hast du komische Einfälle, aber ich habe das Gefühl, dass du manchmal damit auch recht hast. Okay. Meine Erinnerung sagt mir, dass ich durch die virtuelle Realität einfach ganz kurz. Lies mal währenddessen vor, was da bei dem Dingen steht. Beim Zauber. Da steht, you find a journal on the desk. It reads, today is June 45. This is 25. Das ist mein Geburtstag, 2405. Da bin ich schon ziemlich alt, aber. Da bin ich schon tot. Mal so, da bin ich, nein, da bin ich 411 Tage alt. Our ship is under heavy fire. We did not anticipate such large resistance. Wir haben 33.200 Crewmember on board und 12.000 heißt das, glaube ich, killed in action. Ja. Das heißt, wir haben 12.000 Mann verloren. Aber wo sind die anderen? Die müssen alle noch da sein. I'm planning to take the rest of our army to retake the capital of New Earth, the city of Blockington. Anyone who is reading this, meet us there, unless you're the enemy. Oh. Also, wir müssen helfen und müssen dahin, Herr Bergmann. Vorsichtig! Herr Bergmann, ich weiß nicht, ob das die Rebellen sind, die sehen auf jeden Fall hässlich aus. Das sind diese infizierten Organismen hier. Oh, Alter. Ich habe Hirn. Oh, hier geht's raus, Dena. Wow, looks like the second floor. Wir sollten zur City hingehen. Moment, ich wurde gerade noch angegriffen. Bist du weg? Nein, wir sollten zur City of Blockington gehen und uns mit General Chunks treffen. Die haben doch gesagt, jeder Überlebende soll sich dort treffen. Aber wir müssen erstmal den Weg dahin freikämpfen. Wow, looks like the second floor of the barracks got blasted by an anti-matter-Torpedo. Alles mit Antimaterie hier vollgeschleudert. Ja, Antimaterie ist auch richtig. Ist echt. Hätte ich nicht erwartet. I need to find a way to Blockington. Guck dir unser Schiff an. Scheiße, das ist wunderschön. Kaputt gegangen. Das ist wunderschön. Hey, look. Stuff.
Pouches habe ich bekommen. Okay, leuchte uns den Weg. Leuchte uns den Weg, mein Krieger. Ach, guck mal, hier sind auch meine Rüstungen und sowas. Wo? Hier. Hier ist unter. Hier habe ich sie, finde ich sie gerade und alles. Ah ja, hier liegen auch noch Sachen. Okay. Das ist aber interessant, dass die hier liegen, Herr Bergmann. Hier liegen noch Sachen, hier liegen noch Sachen. Wo? Hier. Tatsache. Ach, Goldnagelt und so, okay. Gut. Herr Bergmann, da hast du aber Glück gehabt. Aber wieso liegen da deine Sachen? Ich dachte, das wäre nur ein Albtraum. Sehr merkwürdig. Das ist wirklich eigenartig. Ich weiß auch nicht, wer uns hier eventuell. Oh, da ist ein Skelett. Oh, oh. Pack mal deine Bogenskills aus. Oder deine Laser-Phaser-Skills. Mhm. Oh, Entschuldigung. Aber den Handkantenschlag, den hast du dir verdient. Oh, guck dir unser Schiff an. Oh, das Schiff really einst episch in den. In den Himmel schwebend, jetzt alles kaputt. Genau. Oh! Das ist noch explodiert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass alle Crewmitglieder erfolgreich das Schiff verlassen konnten. Nee, alle sowieso noch nicht. 12.000 sind getötet worden. Was ist da oben? Ist irgendwie so ein riesiges Flak. Keine Ahnung, ist das ein Geschütz oder was soll das sein? Oder nee, Bruchstücke. Guck mal, das ist der Flügel unseres Schiffes. Weil hier ist die Turbine. Das ist die Turbine? Wow. Denke ich mal. Hier ist auch noch Redstone. Human, General Chunk's army moved through this way. They are heading to Bloggington. Continue forward along this canyon to get there. Also wenn wir nach wir müssen an dem Canyon entlang. Aber welcher Canyon? Vielleicht hier. Wir sind ja gerade im Canyon. Ja, wir sind ja gerade unten am Fuße vom Canyon. Das sieht echt aus wie eine Flak, oder nicht? Du bist weg? Irgendwas, was wir schießen. Hier. Du läufst bei mir ganz komisch gerade. Wir sind in den Canyon hier weitergelaufen. Okay, warte, ich muss kurz was essen. Sonst verhungere ich. Okay. Okay, ich habe die Fackeln weggeworfen. Oh mein Gott. Ich habe noch 14. Ich folge dir. Ich folge dir schnellen Schrittes. Ich weiß nicht, wie es. Die Mauer sieht so aus, als ob die irgendwie ein bisschen kaputt wäre. Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh. Was ist hier los, ey? Dena, pass auf, ich muss dir ganz ehrlich was sagen. Ich trau mich nicht, hier weiterzugehen, ey. Das wirst du gleich. Bergmann, ich übernehme das. Das wirst du tun müssen. Du hast mich lang genug ausgebildet, jetzt kann ich die Führung übernehmen. Okay. Alles klar. Komm rein, die Luft scheint rein zu sein. Ich bin direkt gestolpert. Wir sollten das Gebäude hier hochklettern. Okay. Let's try that. Ich habe ein Buch gefunden. Aber kein Diamanten? Nein. Meine Diamanten sind übrigens alle weg, die hast du bestimmt, ne? Ich hab zwei Stück, aber wenn du deine verloren hast, ist selbst schuld. Oh nee. Ich hab echt nur zwei Stück. Oh, wie blöd, ey. Dann steht 2-0 für mich bei Diamanten. Ja, und so schnell, live bei mir. So schnell kann sich alles drehen, weißt du? Alles Gott, dreht sich. Alles. Okay. Mhm. Wieso bist du plötzlich so leise? Oh. Hast du Diamanten gefunden? Nee, ich bin einfach nur ungünstig gestolpert gerade. Mhm. So, ich muss auch mal schauen, wie es hier weitergeht. Ah, ich bin schon wieder derselbe Fehler. Und vor allem, ich kann es mir noch einmal erlauben, dann bin ich tot. Und ich habe immer noch nicht in dem Bett da hinten geschlafen. Dann ist was zwischendurch, Herr Bergmann. Ja, ich esse ja. Ich warte hier oben. Auf dich. Okay. Sonst guck doch mal, was ist da lieber. Ah! Oh! Okay, sorry. Ich riskiere hier, aber ich lebe den Thrill, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Ja, das merke ich, aber das ist nicht sonderlich produktiv, wenn du den Thrill weiterlebst. Das stimmt allerdings. Mit gewissem Alter sollte man auch mal merken, dass Thrill nicht alles ist. Manchmal muss man auch vorankommen im Leben. Ja. Es scheint es aber irgendwie leicht zu schaffen. Ja, ich merke das schon. Oh! Oh, Herr Bergmann! Das war echt blöd. Das war echt mega knapp. Ich weiß was, ich glaube, ich sollte hier nicht mehr zu viel riskieren. Und da ich unbedingt wissen will, was uns da oben erwartet, ich aber hundertprozentig weiß, dass ich jetzt eh gleich sterben werde. Ich sehe schon, was hier oben ist. Und ich weiß, dass du das auch wissen willst. Ein Herz. Ich muss wissen, was da oben ist. Es reißt mich. Ich sag's dir nicht, Herr Bergmann. Ich weiß. Aber das Problem ist, ich werde jetzt sterben, Dena. Das ist das Problem. Du willst sterben? Ja, weil ich diesen Sprung einfach nicht gebacken kriege. Oh, Alter. Alter Schwede. Alter. Okay. Oh, Herr Bergmann. Vielleicht schaffst du es wirklich. Oder du fährst einfach hier runter. Ich kann nicht mehr aufhören. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Ach da, okay. Ja, hier so runter. Ich ragge auch nicht. Brauchst du Essen? Ja. Okay. Jetzt habe ich kein Essen. Oh, Alter. Okay. Alles klar. Hier. Guck, gib mir noch ein bisschen Chicken. Danke. Okay. Reicht dir eins? Ja, eins reicht. Okay. Weil ich habe auch nur noch eins. Okay, geh mal vor. Okay. So. Boah. Okay. Und was ist es? Doch ein Geschütz? Diamant! Nur nicht. Nein! Dierschwert! Oh Mann! Nein!
Mann! Ey, ey, hör auf, ich hab nur ein Herz. Bitte. Du hast Fackeln übersehen, da waren noch 32 Fackeln. Die habe ich für dich drin gelassen. Aktivieren wir das mal kurz. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das aktivieren kannst überhaupt. Das Ding scheint ja auf unser Schiff geschossen zu haben, oder nicht? Ah, stimmt. Das sieht zumindest so aus. Okay, es wird mir alles so verrückt hier. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal hier kurz unser Lager aufschlagen, eine kleine Pause machen. Und dann wird es die Fortsetzung beim lieben Dena geben. Der, wie, wenn ihr mich fragt, offenbar ein kleines Doppelspiel zu spielen scheint. Denn der Schlag, den du mir eben von hinten mitten in den Rücken gegeben hast, der kam nicht von ungefähr. Der war so heimtückisch, dass ich fast glaube, dass du mit dafür verantwortlich bist, dass wir abgestürzt sind. Ich war erst da oben und hab extra auf dich gewartet, damit und dann, wie dankst du es mir, indem du mir alles wegklaust, was mir zustehen würde? Na gut, die Ausrede lasse ich gelten. Also, schaut auf jeden Fall auch beim nächsten Mal vorbei. Morgen wieder beim lieben Dena auf dem Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt uns und unsere Virtual Reality oder Shifted Reality Mission mit einem Daumen hoch. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann. Tschüss.